Wir alle kennen sie. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Das Motto passt vor allem auch zu Frau von Storch: Mut zur Wahrheit. Ich glaube, sie wird heute, wie wir es von ihr gewöhnt sind, Klartext reden. Der Applaus war schon da, das Mikro ist jetzt bei Ihnen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, ob Sie es gemerkt haben, aber ich habe mich verspätet. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die Stimmung war schon gut. Und ich habe natürlich jetzt verpasst, was Sie schon gesagt haben. Deswegen besteht in gewisser Weise die Gefahr der Wiederholung. Um das etwas zu reduzieren, fange ich vielleicht an, von Dingen zu erzählen, die sich auf gar keinen Fall wiederholen können. Denn das sind Dinge, die, um Ihnen aus dem Bundestag ein bisschen zu berichten, was wir dort so treiben, das ist ja auch ein Grund oder eine Möglichkeit darzustellen, wer wir sind und was wir machen und warum es so wichtig ist, dass wir jetzt bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis abholen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit der Bundesregierung mal eine schriftliche Frage gestellt. Das können wir nämlich als Abgeordnete tun. Und man kann einfache und schwierige Fragen stellen. Und ich habe eine schwierige gestellt. Und die lautete: Wie viele Geschlechter gibt es nach Auffassung der Bundesregierung? Die Antwort darauf lautete: Die Fragestellung ist nicht eindeutig. Der Begriff Geschlecht unterliegt je nach Sachgebiet unterschiedlichen Definitionen in der Biologie, im Recht, in der Sozialwissenschaft, in der Musik und in der Sprachwissenschaft. Sie können sich vorstellen, was ich danach gefragt habe. Ich habe gefragt, wie viele Geschlechter gibt es im Recht, in der Sozialwissenschaft, in der Musik, in der Sprachwissenschaft und in der Biologie? Antwort: Diese Informationen sind frei verfügbar und können in allgemein zugänglichen Quellen wie Lexika oder Fachliteratur ermittelt werden. Meine Damen und Herren, wir haben einen Zustand in diesem Land erreicht, in dem eine Bundesregierung die Frage nicht mehr beantworten kann, wie viele Geschlechter es gibt, und bei genauerer Nachfrage sagt, ich möge bitte in einem Fachlexikon das ermitteln. Soweit ist es, und wir sagen, es gibt zwei Geschlechter, und es gibt natürlich Fälle, bei denen der Geschlecht nicht genau definierbar ist und so weiter. Das ist alles keine Frage, aber deswegen gibt es nicht eine unzählige Vielzahl von Geschlechtern. Es gibt zwei, und das ist auch gut so, möchte ich sagen. Wir haben eine... Das ist ja nur ein Beispiel von Dingen, die schieflaufen. Das hat dann aber Folgen. In Berlin hat zum Beispiel das Studienparlament, das wahrscheinlich nicht Studien, sondern Studix-Parlament oder so heißt, um es politisch korrekt auszudrücken, jetzt beschlossen, dass an der Humboldt-Universität in Berlin die harte Quote eingeführt wird. Die harte Quote bedeutet, wenn an der Uni bei einer Debatte Frauen nicht mehr debattieren wollen, dann dürfen Männer auch nicht mehr. Dann ist die Debatte beendet. Die Frage ist, was ist das? Das ist die kommende Elite, ja? Das ist die kommende Elite, die der Meinung ist, ja, wenn Frauen etwas nicht wollen, dann dürfen Männer auch nicht mehr, dann ist Gleichberechtigung hergestellt. Das ist vollkommen irre. Ich habe die Bundesregierung auch gefragt. Sie wissen, die Bundesregierung... Die Bundesregierung lügt ja manchmal. Ich glaube, jetzt inzwischen haben wir das amtlich, nicht wahr? Die Geschichte der Hetzjagden in Chemnitz haben Sie sicherlich schon angesprochen, nehme ich an. Haben Sie noch? Also, wir wissen alle, es hat keine Hetzjagden in Chemnitz gegeben, auch wenn die Bundesregierung das verbreitet hat, auch wenn die Bundesregierung eigentlich immer noch daran festhält. Mein Fraktionskollege Herr Holm, Leif-Erik Holm, hat eine Anfrage an die Bundesregierung gemacht und hat gesagt, auf welche Quellen stützen Sie sich denn? Und wir haben es jetzt schriftlich von der Bundesregierung, dass sie sagt, sie stützt sich auf die Auskünfte in den sozialen Netzwerken. Da stand das nämlich. Ganz großes Kino. Ich habe die Bundesregierung kürzlich gefragt, Sie wissen, dass die Krise, die Migrationskrise begann in Ungarn. Da waren 15.000, sagt man, Flüchtlinge in Ungarn in einer humanitären Krisensituation, und deswegen mussten die Grenzen geöffnet werden und alle durften kommen und dürfen seither weiterkommen. Ich habe die Bundesregierung mal gefragt, woher wusstet ihr eigentlich, dass da eine Krise ist in Ungarn? Sagen Sie,
wir haben Informationen von der deutschen Botschaft, die berichtet uns kontinuierlich. Und dann habe ich sie gefragt, sind die Berichte der deutschen Botschaft zu der Auffassung gelangt, dass Ungarn mit der Zahl der Flüchtlinge nicht fertig wird? Falls ja, wann war das? Antwort der Bundesregierung: Es gab keine Berichte der deutschen Botschaft, die zu dieser Auffassung gelangt sind. Wird schriftlich mitgeteilt, dass sie niemals Informationen über eine humanitäre Krise am Bahnhof in Ungarn hatten. Das ist die Urbegründung gewesen. Das ist der Grund, warum das Ganze so einen humanitären Anstrich hat, weil man sagt, angeblich gab es da ja eine Riesenkrise. Und dann haben Sie alle von den Riesenskandalen gehört, die im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stattgefunden haben. Da sind ja aberwitzige Asylbescheide ergangen und so weiter. Und es war allen im Prinzip öffentlich klar, dass dieses BAMF mit vorn und hinten überfordert war mit allem. Da habe ich die Bundesregierung mal gefragt, ob die der Meinung sind, dass dieses BAMF immer gut gearbeitet hat. Und da hat mir die Bundesregierung noch Ende Mai bestätigt und hat gesagt, das BAMF war und ist trotz der hohen Arbeitsbelastung jederzeit in der Lage, die ihm zufallenden Aufgaben zu erledigen. Das war in der Tat eine interessante Information, weil die Bild-Zeitung voll war mit Berichten, dass da gar nichts mehr ging. Sie haben vielleicht die eine Rubrik in der Bild-Zeitung mitbekommen, die ganz besondere Antragsteller ermittelt hatte, die Unterlagen aus dem Sicherheitsreferat vom BAMF hatten. Da gab es Leute, die bei der Asylantragstellung gesagt hatten, sie hätten schon 40 Morde begangen oder 85 Straftaten, sie wären ausgebildete Selbstmordattentäter und so weiter. Also die wirklich detailliert vorgetragen haben, warum sie extrem gefährlich sind. Und dann habe ich die Bundesregierung, das stand in der Bild-Zeitung, dann habe ich die Bundesregierung in der Bundestag in der Fragestunde gefragt, wo sind die Leute, von denen die Bild-Zeitung den Namen kannte und wusste, dass die und wo die ihren Antrag gestellt haben? Wo sind die jetzt? Sind die alle abgeschoben? Antwort der Bundesregierung: Wir kennen die Fälle auch nur aus der Presse.